So, willkommen zurück zu Payday 2. Wir spielen heute Crime Spree weiter. Ich habe es gerade eben schon mal versucht. Aber da es hat nicht so gut funktioniert. Wir machen jetzt das Slaughterhouse. Don't get up. Don't get down. After the truck, gang, hustle. Down the stairs. Okay, remember the plan. Extract the gold, move the gold, set the smoke screen, set the trap, escape. Let's go. Ich hoffe, dass noch jemand joint. Clear the blast radius. Hey, Wolf. Get in. It's stuck. Damn it. The fan's stuck up there. Plant the C4 on the bottom. So. Das brauchen wir. Haben wir irgendwo eine Keycard? Hier ist keine. Hier in der Küche könnte theoretisch eine sein. Tatsache, da ist sogar eine. Wir wollen die Mercs retten, ne? So, dann bleibt die Tür jetzt einfach zu. Don't egg dumb. Don't egg dumb. Das Problem ist, dadurch, dass ich jetzt alleine bin, wird das alles sehr viel länger dauern. Weil ich muss dann hierhin zurück einmal. Oh ne, okay, die Cops greifen an. There's no more. So, weg mit dir. Okay, der Bohrer läuft erstmal. Get the fuck down. Don't egg dump. Don't egg dump. Wo war der Taser? Down, 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 down. Der Remix. So, weg mit dir. Nachladen. Drill reaktivieren. Das kann ich auch beim Crime Spree, ob da auch die Vorstöße enden. Sekunde, oi, 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 oi.
So mit den Bots kann man es eigentlich inzwischen sehr gut machen. Boah, ich hab heute irgendwie so einen übelsten Brand. Man muss die ganze Zeit Wasser trinken. Ist aber sehr auffällig, wenn der Vorstoß ist. Ach, das krieg ich auch alleine hin hier. Okay, die Cops ziehen sich zurück. Piep, 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 piep. Ich muss reingucken. So. Na? Falsche Taste gedrückt. Sind vier. Fünf. Ich nehme nur das Mindeste an Gold mit. Da geht die Tasche spazieren. Habe ich dir das erlaubt? Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf und sechs. Okay. Gut ist, dadurch, dass ich Kika die reingeschickt habe, bleibt das Tor jetzt zu. Und dadurch können wir uns hier so ein bisschen den Druck auch nehmen. Dann haben wir genug Druck schon auf der Blase. Da muss der Shen sogar jetzt nicht zu schmunzeln bei dem Spruch. Hoppala. So. Danke, das braucht man. Ah, jetzt hat mein Auge gejuckt. Ah! Weg mit dir. Du. Und du. Und ich. Aua. Warte, ich mach Licht an. Wo ist das Lichtdingsbums hier? Ach, da! So.
Was denn? Chain seinen Goldsack hingeschmissen. Geh weg! Ey! Gehst mal weg da bitte? Danke. Meinem Gold abbauen. Wo kommen wir denn da hin hier? Hier. Nein, du sollst aufnehmen. Ey. Ach. Hopp. So, wir haben jetzt alle Taschen dabei. Okay. Na. Sehr gut, Kopf hauen ab. So. Jetzt müsst ihr erstmal warten. Also ich muss sagen, das mit der, wenn ihr eine Schrotflinte habt, so eine Judge oder so, was sehr gut gegen die Sniper hilft, ist, wenn ihr die Munition habt aus dem Butcher Barbecue Pack, sind diese Brandmunition. Nebengeschossen. Was denn? So, mal nachladen alles. Don't egg dump. Ja. Nein! So. Don't act dumb. Bulldozer. Hey Bulldozer. Tschüss Bulldozer. Oh, Captain Winters taucht ja auch theoretisch auf der Karte auf, aber er ist hier draußen. Ich hoffe, dass wir dann schon weg sind, wenn der auftaucht. Oder gerade im Gehen sind. Okay, der Kran kommt schon zurück. Ah! Ich habe ein First World Problem, ich habe Durst, mein Glas ist leer. So, zack. Da, blind. Ich habe hier mal übrigens eine Zeit lang, da bin ich auch eigentlich fast immer noch der Meinung, auch wenn ich jetzt eigentlich selbst widerlege, dass Payday 2 ja so gesehen eigentlich keine wirkliche Story hat. Das stimmt aber nicht, weil es gab mehrere Story-Stränge, die man abgearbeitet hat. Ein Strang ist zum Beispiel die ganze Geschichte jetzt mit Banes Entführung und so weiter. Dann gab es
einen Strang mit Hector, dem Verräter, und dem alten Hoxton zum Beispiel. Das war so ein Story-Strang. So, hier. Oh, wo ist der Sniper? So, wir sind fast durch. Lalalala. Weil ich glaube, die Geschichte mit Banes Entführung ist die umfangreichste Story im ganzen Spiel. Und jetzt mit sehr vielen Heists auch verbunden ist. So, fertig. Ha! Crime Spray erreicht. Sehr schön. Wir können jetzt einen Modifier überlegen. Schauen wir mal. Cannot be staggered from damage. The chasing knockoff effect. Taser knocks players out 50% faster. All of your swats will replace with heavy swats. Da nehmen wir lieber den hier, glaube ich. Was haben wir hier? One less page will be answered. Nein. The minimum concealment level is increased by 3 in stealth. So, das wäre also das, das sind wir jetzt bei Level 87 und dann schauen wir mal, was wir als nächstes machen. Bis dann, tschüss.